Knapp 70 Lehrlinge werden jedes Jahr bei der Salzburg ausgebildet und gerade zu Corona-Zeiten stößt man auch hier auf einige Herausforderungen. Und wie diese gemeistert werden, das schauen wir uns jetzt an. Da geht es jetzt zum Christian Fankhauser. Er ist der Lehrlingsbeauftragte der Salzburg. Maske wieder auf und los geht's. Es ist schon ein bisschen schwieriger mit Masken. Servus Christian. Hi. Markus, grüß dich. Du, in Zeiten der Corona- und Lehrlingsausbildung ist ja nicht stehen geblieben in der Salzburg AG. Was waren da die Herausforderungen bei euch ganz genau? Wie habt ihr das gemeistert während dieser Zeit? Ja, bei rund 70 Lehrlingen ist die größte Herausforderung das Organisatorische, dass man schaut, dass die Lehrlinge möglichst viel Abstand halten, dass in Teams arbeiten, und da haben wir geschaut, dass wir auch beim Durchwechseln, wenn jetzt die Lehrlinge von der Berufsschule zurückgekommen sind oder in eine neue Abteilung gekommen sind, dass wir Abklingzeiten gehabt haben. Da waren es dann im Rahmen von so Intensivkursen im Ausmaß von einer Woche auch hier in der Werkstätte bei den Elektrikern, und da haben wir die Maßnahmen auch gesetzt, Maske tragen, Abstand halten, und so haben wir uns durch diese Zeit umgerettet. War ein bisschen schwierig, gell? Ja. Muss man schon sagen, eine Herausforderung für dich nämlich auch. Du sag einmal, es gibt ja auch Bürokaufleute. Wie schaut es bei denen aus? Haben die jetzt dann Homeoffice? Homeoffice bei Lehrlingen ist grundsätzlich ein kritisches Thema. Mhm. Wo es die Ausbildung zulässt, haben wir auf Homeoffice gesetzt, aber auch nur im Ausmaß von 2 Tagen in der Woche. Nach Möglichkeit haben wir aber schon geschaut, dass sie regelmäßig in die Firma kommen, dass sie die Ausbilder mit den Lehrlingen auch physisch arbeiten, weil der menschliche Kontakt ist natürlich auch wichtig. Wichtig, ja. Aber in der Schule müssen doch alle in die Berufsschule. Wie war das da, Homeschooling, oder wie haben die das gemacht? Ja, Gott sei Dank. Also Berufsschule für mich jetzt, für das Organisatorische, ist das eine Erleichterung, wo man so viele Lehrlinge hat und dann auch für einen gewissen Zeitraum in der Schule sind. Das sind 2 Monate. Und die Lehrlinge haben die Schule im Homeoffice, also waren zu Hause mit Homeschooling, absolviert, und für die praktischen Arbeiten und für die Laboreinsätze sind sie in die Schule gekommen und haben die Schule somit gut gemeistert. Welche Lehrberufe gibt es? Wir haben ja schon gesagt, knapp 70 Lehrlinge gibt es in der Salzburg aktuell. Welchen Berufen gehen die nach? Ja, also Zugpferd ist bei uns die Doppellehre, Metalltechnik, Elektrotechnik, dann die Einzellehre Metalltechnik, Einzellehre Elektrotechnik, Kommunikationselektroniker und IT-Betriebstechniker, aber auch die Applikationsentwickler und Bürokaufleute. Einen haben wir noch vergessen, unseren Kochlehrling in der Kantine, der was uns natürlich auch gut versorgt. Der Wichtigste. Der Wichtigste. Es gibt ja auch ein sogenanntes Berufsbild für jeden Lehrberuf, und da ist ein Lehrplan hinterlegt. Hinkt man da ein bisschen nach, Corona-bedingt? Nein, also da sind wir besonders stolz, dass wir da keine nennenswerten Defizite haben. Die Lehrlinge sind alle auf Linie. Wir haben jetzt im Februar und März die Lehrabschlussprüfungen vom 4. Lehrjahr, wo 7 Lehrlinge zur Prüfung antreten, und die werden das gut meistern. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das an, verkabeln wir uns nach unten, natürlich wieder mit Maske. Danke, Christian. Danke, Markus. Servus Andi, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich. Du, was passiert bei euch heute da ganz genau? Naja, wir haben da wie jedes Jahr unsere Bleikabelschulung mit dem 3. Lehrjahr. Gell? Mhm. Und nachdem die Salzburger AG ja schon sehr lange im Kabinett auch tätig ist, speziell natürlich im Ballungszentrum Stadt oder in die Städte, allein Stadt Salzburg natürlich, jetzt gibt es natürlich viel Bleikabeln noch. Die neuen Kabeln sind natürlich Kunststoffkabeln, aber die Technik haben wir im ganzen Netz. Und somit müssen die Lehrlinge im 3. Lehrjahr lernen, wie man mit dem KW richtig arbeitet und wie man da Einverschlüsse und Muffen und so Sachen macht. Wo liegt da die Herausforderung bei diesen Kabeln? Warum ist es jetzt so übungsintensiv? Naja, es ist natürlich, die Arbeitsschritte sind wesentlich mehr. Gell? Es ist eben ein Papier-Bleimantel-KW. Der Aufbau ist drinnen, das ist im Öl, und da ist, das muss man sich vorstellen, wie eine dichte Leitung, in der sind die einzelnen Adern in ein Isolieröl drin. Und das muss natürlich auch so verarbeitet werden, dass das auch dicht bleibt und wieder ist. Nicht?
und dass die Arbeitsschritte, das saubere Arbeiten, dass das fettfrei ist, wo es halt, dass das alles passt und dass das sitzt. Gibt es eine Grundausbildung, die ist einmal ein Jahr da in der Vogelweiderstraße und das perfektionieren muss natürlich auf die Partien draußen in die jeweiligen Betriebsstellen passieren. Gell? Und ich denke, wegen Corona wird es bei euch auch ein bisschen schwieriger sein, die ganze Geschichte. Naja, freilich macht es das Ganze nicht unbedingt einfacher. Nicht? Im Normalfall sind wir in der Halle oben drinnen, haben jetzt aufgrund Corona das Ganze ins Freie da oben verlegt. Nicht? Haben gesagt, da können wir den Abstand halten, weil natürlich man sieht mit dem Gas, mit der Löterei und so, mit den Dämpfen, was entstehen, halb mit der Masken. Jetzt haben wir das in die frische Luft. Und ich glaube, das ist da herunten ein ganz guter. So wie es sich auf jeden Fall gehört, ne? Wie es sich gehört. Wir haben auf jeden Fall Corona-Kampf da herunten. Wunderbar. Ja, dann werde ich jetzt mal schauen, was sie so machen, oder? Ja. Gute Idee, oder? Also. Servus, Hannes, grüß dich. Grüß dich. Du, wie hast du die Corona-Zeit bis jetzt so mitgekriegt? Ja. Bei deiner Arbeit? Beim Arbeiten müssen wir halt die Corona-Maßnahmen einhalten. Also mit FFP2-Masken und Abstand. Eh, so wie üblich halt, ne? Ja, genau. Im Endeffekt, ja. Die Schule, geht die Arbeit los bei dir? Ja, geht auch los. Weißt du, was da schon passieren wird? Nein, das wissen wir noch nicht genau, ob wir daheim sind oder ob wir in die Schule müssen. Zwei Tage habt ihr schon Schulung, was hast du alles gelernt? Ja, also eben das Bleikabel muffen. Mhm. Zuerst muss da die Bewerbung an, dann müssen die Ohren getrennt werden. Und mit dem Schrumpfschleich wird das noch alles dicht gemacht wieder. Aber es ist eigentlich egal, was du erklärst, weil ich sehe eh nichts mehr durch die Masken. Trotzdem herzlichen Dank. Gell? Bitte gerne. Mach's gut und toi, toi, toi. Servus. Und bei uns geht es jetzt um einen Lehrling, der im wahrsten Sinne des Wortes nicht genug bekommen kann. Und warum das so ist und was er genau macht, das schauen wir uns jetzt an. Servus Thomas, grüß dich. Servus, habe ich dich. Wie war das bei euch mit Corona? Wie hast du das miterlebt in der Werkstatt? Boah, es war eine totale Umstellung. Wir haben uns nach den Richtlinien und nach den ganzen halten müssen, was von der Regierung und auch von der Firma intern ausgegeben worden sind. Bei mir auf der Freileitung hat sich natürlich einiges verändert. Wir haben müssen beim Autofahren FFP2-Masken aufsetzen. Was mühsam ist, gell, auf Dauer. Genau, ja. Das merkt man, wenn man einfach den ganzen Tag normaler frische Luft hat und auf einmal dann mit der Maske unterwegs ist, merkt man schon was, aber wir sind ja jung und fit und deswegen geht dahin quasi. Schaffen wir das schon. 2 Meter Abstand halten wir auch in dem Fall. Du, ich habe gehört, dass du ja von den Lehrberufen nicht genug bekommen kannst. Was hast du gemacht und wie geht es jetzt weiter bei dir? Ja, mein erster Lehrberuf war Maschinenbautechniker im Metalltechnikzweig. 2011 habe ich die Lehre begonnen und 2014 abgeschlossen. Dann war ich 2,5 Jahre lang auf die Kraftwerksrevisionen unterwegs, total der Maschinenbaubereich. Wollte mich aber persönlich anderswertig orientieren, habe mich entschieden dafür, dass ich den Elektrotechnikzweig wähle und jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, dass ich eben auf der Freileitung als Starkstrommonteur, Energietechniker heutzutage genannt, dass ich da agieren darf und das ist jetzt genau das, was ich will und habe die Möglichkeit, dass ich die Lehre mit Matura noch mache, was dann bezahlt wird. Machst du dann auch noch dazu, oder? Die Matura? Mache ich genau. Die haben mich jetzt entschieden. Beim ersten Mal war ich noch zu faul. Wollte ich noch nicht. Und beim zweiten Mal jetzt, wenn man denkt, wenn es gratis ist, dann mache ich es. Was aber klar ist, ne? Genau. Genau. Jetzt, das aber ein cooler Karriereweg eigentlich. Ja? Du, wir sind jetzt in der Trafo-Werkstatt. Kannst du mir so einen richtigen männlichen Trafo zeigen? Ja, klar. Richtig cool, müssen wir da umgehen. Ja, schauen wir uns an. Und dann schauen wir es uns an. Und das ist er jetzt also, ziemlich groß. Was kann der jetzt alles? Wie schwer ist der? Genau, ja. Das ist jetzt das Prachtexemplar. Der wiegt als voll befüllter mit Öl um die 120 Tonnen. Der wird eingesetzt eben von Hochspannung von 110.000 Volt zum Runtertransferieren auf Mittelspannung auf 30.000 Volt. Und der steht bei uns, so wie er ist, in die Umspannwerke. Und an dem hast du auch schon gearbeitet, oder? Ja, zum Teil habe ich da schon mitwirken dürfen. Normal sind auch noch nicht Kollegen da eingeteilt, aber sie haben mir schon viel beigebracht und viel gelernt wieder. Jetzt in der temporären Ausbildung durchlaufe ich ja 1,5 Monate jetzt die Trafo-Werkstätte
Ich bin ursprünglich rein für den Freileitungsbau zuständig, für die Instandhaltung von den Netzen. Und da ist bei uns ganz wichtig in der Firma, dass wir jede Station durchlaufen, mit der, was wir so zum Arbeiten haben, was wir in Berührung kommen, von der Trafostation bis über die Trafos, bis hin zum Leitungsbau eben, wird uns Schritt für Schritt mehr erleuchtet und beibracht einfach, um was geht bei unserer Arbeit. Und wenn wir alles sehen und einmal irgendwo gearbeitet haben, dann haben wir natürlich den Nutzen daraus und die Firma, dass wir uns besser auskennen. Und dass wir uns besser auskennen, wechseln wir jetzt in die nächste Werkstatt, würde ich mal sagen. Danke dir. Servus Martin. Servus, Fürsti. Gib mir her deinen Rollmeter. Schauen wir mal, ob wir weiter auseinanderstehen. Wie viel haben wir? 2 Meter. Wunderbar. Du, bei dir schaut es schon so richtig interessant aus da in der Werkstatt. Was macht sie da ganz genau? Ja, bei uns ist eigentlich alles, was technische Anlagen für die Trafostationen und so diverse Sachen, Geländer, alles, was da gemacht wird. Und natürlich auch die Lehrlingsausbildung steht im Vordergrund. Corona-Zeit bei euch auch ein bisschen schwierig bei der Lehrlingsausbildung oder wie macht sie das? Wie handelt sie das? Natürlich ist das jetzt nicht so einfach. Wir schauen halt auf die Maskenpflicht und auf die Abstände. Aber es lässt sich durch die großen Abstände eigentlich relativ gut einhalten und ist eigentlich jetzt wirklich machbar. Du, und jetzt dürfen wir uns noch was anschauen, wo so richtig die Funken fliegen, oder? Ja, natürlich. Ja. Ein Lehrling schleift eh gerade ein Material, das schauen wir uns gleich an. Oder? Gehen wir um. Ja. Es schaut ja schon ganz gut aus. Du Martin, auf was kommt es jetzt ganz genau beim Schleifen drauf an? Ja, Schleifen eben mit der Flex, der Umgang oder mit dem Winkelschleifer, wie er eigentlich richtig heißt, ist eine wichtige Sache, weil wenn die Schweißnähte auftragen sind, dann können die wieder plan weggeschliffen und man soll ja keine Mulden reinschleifen und somit ist der Umgang mit dem Winkelschleifer sehr wichtig durch einen Kreuzschliff. Also es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt, nein, oder? Nein, eigentlich nicht. Wenn man Schlosser lernt, soll man ja, wenn sauber. Die anderen 3 Jahre brauchen, brauche ich jetzt 10 Jahre dafür. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, würde ich mal sagen. Du, danke für den Besuch hier drinnen. Echt cool bei euch. Danke dir. Servus. Servus. Das war also ein Blick hinter die Kulissen der Lehrlingsausbildung der Salzburger, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Sollten Sie sich oder ihr euch für einen Job in der Salzburger interessieren oder für eine Lehre, dann ganz einfach auf unsere Website gehen auf salzburg-ag.at/karriere.